Weil manchmal die Frage existiert und jetzt wird sie beantwortet. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen und Tente-Gutscheine euch abholen. Kann alles hier variiert quasi draufgeschrieben werden, Name. Ihr kriegt sogar noch eine Kleberosette, entweder in Silber, Gold oder Rot. Rot ist gerade nicht da. Dann könnt ihr noch den Betrag darauf schreiben, beziehungsweise wir schreiben für euch drauf. Und manchmal gibt es sogar noch einen Umschlag. Manchmal frage ich mich wirklich, wie sowas zustande kommen kann. Einen kompletten Tag war jetzt diese Mikrowelle an. Und ich dachte schon, ich komme hier rein und hier brennt was. Alarm! Alarm! Ja, wer das wohl wieder war? Warum liegt überhaupt Stroh rum? Es trinken die Matrosen. Was geht? Willkommen auf dem Channel. Gut! Freunde der Sonne, hiermit ist es die Einleitung für den Halloween-Aktionstag. Wir haben ein bisschen was gefilmt und damit zeige ich es euch. Film ab, let's go! Tom, oder? Koffein. Ach, du hast eine lange Hose an, sehe ich gerade. Ja. Ich dachte, das ist eine kurze. Ich habe gestern keine gefunden. Marley, müssen wir auch mal festhalten hier. Los so. Auf dem OP-Tisch. Gut. Mal die OPs. Warum drucken wir? Du machst die OPs? Ja. Mit dem offenen. Was bist du? Eingeschlafen. Ja. Ich. Poison Ivy. Aber hier, er ist der Geilste. Was soll der darstellen? keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wer ich bin. Das ist eine Community-Ausfahrt. Na, wenn er richtig. Hey, hier, Tom Breiner. Ein roter Spender übrigens. Was ist bei Nora? Was? Was ist bei Nora? Nee, Nervennahrung, Donuts. Wieso hast du Donuts geholt? Kuchen ist drüben. Nein, ich ist von dem Kunden. Und vor allen Dingen, dein Blut ist runtergerutscht. Boah, Alter! Und er wollte vorher nochmal zum Friseur, selbst bei den Arabern. Sascha ist schon zu Hause. Der hat sich noch schnell bei Madame Dunga zu essen mitgenommen und ist schon wieder los. Piu, piu, piu. Von den Noah, dass du nicht verhaftet wurdest auf dem Weg hierher. Schön, der Knopf drauf. Da ist er. Tschüss, was ist denn hier los? Sascha? Ja, ich bin welche Nummer hast du jetzt? Ich hab ja Nummer 8. Das ist gerade krank, oder? Weil bis dato funktioniert immer alles nur bei denen über Navista hier. Bestellen, Paypal, tralala, Hauptsache. Ach echt, ja? Ja. Wie lange wirst du damit beschäftigt sein? 16 Uhr? Nee, nein, geht mal eine halbe Stunde. Du bist schuld. Wobei, nee, das stimmt, das ist eine Lüge. Ich liebe mich noch gar nicht so lange selber. Erst seitdem ich den Job mache. Ist dir schon mal aufgefallen, dass hier einer bohrt im Haus? Ja, überhaupt nicht. Aber das ist Dings, das ist Leatherface, der bereitet gerade was vor. Da steht einfach bei der E-Zigarette wieder vorne und ich dachte, Alter, ist der Qualm da draufgezogen? Oh, cool! Hätte ich verstanden, dass du bei Sport hast, dann war mein Traum. Alter, der riecht. Der Finger. Dufi? Ja. Eine Finger. Bäh, was ist das denn? Meine Kaka. Was denn, Nora? Was soll mir denn passen? Wegen Termin. Was für ein Termin? Wieso, was wird gemacht? Du bist tätowiert. Ach, ich werde tätowiert. Oh, oh. Sehr gut. Ups. Sehr gut. Oh, das läuft bei dir. Was war das jetzt gerade? Was denn? Ja, was war das? Ja, klar, hier im Laden wohnen sonst. In Timbuktu oder was? Im chinesischen Restaurant oder was? Also am 28. werde ich endlich mal tätowiert. Sascha? Machst du zwei Sachen? Auge und das? Ja. Boah, da bist du ja echt lange hier. Heute gibt es zum Mittag eine richtig fette, geile Bowl. Und zwar Reis. Dann haben wir so eine Art Kaisergemüse, aber mit Bohnen und Erbsen. Dann habe ich Tahin. Das ist eine Sesampaste rüber gemacht. Übernice. Richtig heftig. Ich finde, Sesampaste kannst du fast an jedes Gericht machen. Das schmeckt so geil. Garnelos und Zwiebel. Alter, du blöder
Nora, man hört den Dürüm kauen. Eine türkische Pizza. Schalalalalalala! Freunde der Sonne, hier wurde wieder ein bisschen umgebaut, wie man sehen kann. So sieht es bei Tageslicht aus, beziehungsweise bei Licht von der Decke! Oh, kaputt. So, hier haben wir die Zockerecke, die wird jetzt hier eingerichtet. Ja, das heißt, hier kann man dann ab sofort dann wieder zocken. Und ich guck mal, dass ich hier eventuell noch ein, zwei Konsolen hinstelle, damit man auch ein bisschen mehr hier das Ganze in Anspruch nimmt, ne? Finde ich sehr gut. Ja. Höfene! Und Schacki! Oh, weil es viele noch nicht wissen, hier ist unser sogenannter Kiosk. Ich nenne es immer der Kiosk aus der alten Zeit. Warum? Du kannst hier mit dieser kleinen Schippe dir ein wunderschönes Tütchen füllen, wenn du bei uns Gast bist. Und dann kannst du dir im Endeffekt alles nehmen, was du willst. Ey, kennt hier noch einer von euch Tutti Frutti? Schreib es in die Kommentare. Tutti Frutti, hier, das ist es. Das ist eine Süßigkeit aus meiner Kindheit. Die gab es früher mal in so einen Automaten, wo du Geld reinsteckst bei der Bahn. U-Bahn oder S-Bahn. Da gab es immer so einen Automaten. Da hast du das bekommen. Und es schmeckt immer noch genauso. Hier ist die... Beziehungsweise hier ist das Erdgeschoss und hier haben wir auch nochmal alles voll mit Süßigkeiten. Oh, Klopfer. Und dann kann man hier sich hier richtig schön gönnen. Hier ist es auch zwei Reihen voll. Oh, richtig schwer. Und dann könnt ihr euch euer Tütchen füllen, sagt ihr. Und hier haben wir auch noch, warte, was haben wir denn auch noch Besonderes? Center Shocks kennt ja jeder, aber das hier, Leckmuscheln. Denn die Leckmuscheln sind zum Lecken da. So, das Tattoo ist schon zur Hälfte abgeheilt. Wir haben jetzt den Gecko noch grün gemacht und weiß hinzugefügt und ein paar Lücken noch gefüllt. Ja. Und dann geht's nächstes Mal weiter, ne? Sagst du. Saschas Platz. Erstmal mit der Kamera geknallt. Ich sehe das. Wow. So, Freunde, sollen wir noch einmal schön ins Spiegel gucken? Wir müssen mal wieder checken, wie wir heute aussehen. Hey, du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Frise übrigens. Auch sehr, sehr geil.